Hallo. Können Sie Deutsch, Herr Isaac Ben Benjamin? Bitte was? Können Sie Deutsch? Natürlich, wer ist da? Marx ist mein Name, Alexander Marx, Printmedien in Deutschland. Wurden Sie bereits von meinen Kollegen darüber informiert, über meinen Postgutschein, den Ich Sie kann gerade Sie, gewonnen haben? junger Mann, ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Selbstverständlich, ist es besser? Bisschen besser, aber immer noch ziemlich komisch irgendwie. Sie haben bei uns mitgemacht an einer Ziehung und ich darf Ihnen gratulieren. Sie haben auch bei uns gewonnen, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 €. Können Cool. Sie sich, und zwar geht das Ganze in den Mariendorfer Damm, 179, in 12107 Berlin. Ist das noch aktuell, Herr Ja, Benjamin? das ist richtig. Mariendorfer Damm, genau. Klasse, wo habe ich jetzt gewonnen? Ich hatte Sie am Anfang nicht verstanden. Und zwar haben sich online eingetragen über Mediamarkt. Über die Seite vom Mediamarkt, entweder bewusst oder unbewusst, das weiß ich jetzt nicht. Und zwar hieß es das Ganze www.großeslos.com. Und jetzt sind sie auch bei mir. Und wie gesagt, den Gutschein schicken wir nach Berlin. Und einmal noch eine kurze Bestätigung von Ihnen. Sie sind ja geboren am 1.1. Einmal Ihr Geburtsjahr, bitte. Wann sind Sie geboren? Ich kann Sie schon wieder ganz schlecht nur hören. Sie sind ja auch geboren am 1.1. In welchem Jahr, bitte? Ihr Geburtsjahr? Ach, 79. Okay, das korrigiere ich hier. Bei uns steht hier 71. Ach nee, das Ein ist falsch. Moment. So alt bin ich dann doch noch nicht. Also geboren am 79. So, habe ich gerade korrigiert. Ich bedanke mich für die Und Information. nochmal, Hausnummer ist 179, ja? Ja, Mariendorfer Damm 179 in 12107 Berlin. Ja, lieber Und nochmal den. gucken, da habe ich vielleicht was falsch geschrieben. Weiß ich nicht. Ja, nee, der Rest stimmt. Der Rest auf jeden Ah, Fall. okay. Den schicken wir mit der Post zu nach Berlin als Klasse. Einschreiben. Wie hoch Den ist der Gutschein, den. denn? In Höhe von 500 €. Für Mediamarkt, ja? Über Mediamarkt. Der ist auch überall gültig, Herr. Benjamin, und zwar ist der gültig bei Netto, Penny, Rewe, Aldi, Edeka, Amazon oder Mediamarkt. Den können Geil. Sie überall einlösen. Oh, vielen Aus dem Dank. Gutschein. Gern geschehen. Und das wird noch viel mehr für Sie heute, Herr Benjamin. Das wird noch viel mehr heute für Sie. Wirklich? Auf, Kann das noch ja. besser werden? Auf jeden Fall. Okay. Auf dem Gutschein wird Ihr Name draufstehen. Ja. Somit dürfen auch nur Sie damit einkaufen gehen. Das ist wichtig. Daran denken, bitte. Und dass wir jetzt auch bei uns gewonnen haben, parallel dazu bekommt jetzt in den nächsten 7 bis 10 Werkstagen ein Begrüßungsschreiben vom Veranstalter. Das Ja. sind die Damen und Herren von den deutschen Verlagshäusern bundesweit. Und neben dem Begrüßungsschreiben ein weiteres Geschenk von denen, ein Hotelgutschein für 2 Personen, 7 Übernachtungen, das Ganze im Wert von weiteren 599 €. Boah. Auch diesen Gutschein werden wir Ihnen zukommen lassen nach Berlin. Und zwar noch eine Sache zum Hotelgutschein, der ist aufgrund der Pandemie ist der 3 Jahre gültig, nicht nur ein Klasse. Jahr. Ich wollte gerade fragen, also wo soll man denn jetzt Urlaub machen? Ja, und falls Sie bis dann eben noch Urlaub machen wollen oder können, dürfen Sie auch den übertragen, das heißt weiter verschenken oder weiterverkaufen. Das Für ist erlaubt. welches Land ist denn das Gutschein oder für welches Hotel? Ja, selbstverständlich. Und so haben Sie die Auswahl unter 1700 Hotels in 40 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Oh, Ja? krass. Ja. Sie kriegen noch einen Katalog dazu, da können Sie sich eins aussuchen. Und, Ist da Israel ja. mit drinnen? Das weiß ich jetzt nicht überfragt, ehrlich gesagt, aber Ah, ich ist denke nicht mal, ja. schlimm, ist nicht schlimm. Aber den Katalog, den bekommen Sie mit, da können Sie nachschauen, ja? Oh, ich freue mich, das ist so toll. Und das nur wegen Mediamarkt-Gewinnspiel, weil ich bestelle da immer, ist das deswegen? Wegen Richtig, ja. Waschmaschine? Wegen neue Waschmaschine wäre gekauft bei 2 Monaten ungefähr. Das Krass, kann gut gar sein. super. Ich freue mich so, ist beste Nachricht des ganzen Jahres. Klasse, freut mich. Mich Und auch. sitzen Sie oder stehen Sie, Herr Benjamin? Nochmal, was bitte? Sitzen Sie oder stehen Sie gerade im Moment? Ich stehe gerade in der Küche. Wieso? Möchten Sie auch einen Kaffee? Ich würde Ihnen einen bringen. Sie sind mein Danke. Glücksengel. Danke. Aber setzen Sie sich hin. Jetzt geht's los. Jetzt wird es richtig interessant für Sie, Jetzt Herr kommt Benjamin. der Haken oder noch was Besseres? Nein, der Hammer. Okay, Der warte, Hammer. warte. Couch. Warte mal. Einmal Frau, hinsetzen, bitte. bring mir ein Wodka. Gib zu feiern. Warte, ich habe Klasse. gerade meiner Frau gesagt, die soll mir ein Wodka bringen. Herr Benjamin, es So, ist ich so. sitze.
Wir würden es auch gerne in die Finale mitnehmen, dass wir bei uns gewonnen haben. Die Finalziehung, die ist im August, der Benjamin. Dort haben wir 20 Finalisten, sie gehören mit dazu, aber auch 20 weitere Preise. Das Noch heißt, da wird mehr! niemand. Jetzt Ja. haben wir, warte, jetzt haben wir Minuten, warte, das wird ja immer mehr, ich muss das mal aufschreiben. Also wir haben einen Einkaufsgutschein 500 €, ja? Guck Jawohl, mal, das haben wir den, gewonnen. Und eine Reise, ja. ja, für 40 Länder? Für Ja, was war das, 2 Wochen? zwei Personen, sieben Übernachtungen im Wert von 599 €. Hier haben Boah. wir aus unter 1.700 Hotels in 40 verschiedenen Ländern. Den Gutschein, den bekommen Sie bereits in 7 bis 10 Tagen, Herr Benjamin, den Mit Katalog, Hotelgutschein. ja? Mit Katalog, ja. In 7 bis 10 Tagen. Das Den haben wir zweiten alles gewonnen. Gutschein. Ja, guckst du, das haben wir alles gewonnen. Jetzt lass mich mit dem Mann weiterreden. Bring mir dabei, das war kein Spaß mit dem Wodka. Entschuldigung, meine Frau. Die glaubt es nicht. Und den zweiten Gutschein im Wert von 500 €, der ist dann wie eine EC-Karte mit Ihrem Namen drauf, aber Noch schon ein geladen. Gutschein? Nein, den zweiten, ich habe mir zwei Gutscheine gebührt. Einmal den Hotelgutschein und einmal den Einkaufsgutschein. Ach so, ich dachte, da kommt noch was. Nee, also der kommt bei Ihnen in 10 bis 12 Wochen an, in Berlin. So Und lange? in der, ja, der wird jetzt noch bedruckt werden müssen. Und aufgrund der Pandemie dauert alles ein bisschen länger. Ach Tut mir leid, so. Ja, ist dass ja Sie kein haben Problem. bei. Ich wollte mich nicht beschweren. Nein, nicht, dass Sie mir das persönlich nehmen. Ich wollte Nein, um Gottes Willen, Sie um nicht Gottes Willen, nein. kritisieren. Hat mich nur gewundert. Und jetzt in der Finale, die ist im August, wir haben dort 20 Finalisten, aber auch 20 weitere Preise. Und Wahnsinn. zwar sind es dieses Jahr Bargeldgewinne, Herr Benjamin. Also keine Gutscheine mehr, keine Sachgeschenke mehr, Bargeld. Und zwar werden Sie von uns bekommen, Minimum 4.000 € werden wir sofort nach Finalisierung auf Ihr Konto überweisen. Maximum 43.000 €. Das ist gestaffelt, immer jeweils 2.000 durch Sätze. Das heißt Minimum 4.000, dann 6.000, dann 8, 10, 12, immer 2.000 € mehr. Aber Boah. wenn es ganz, ganz schlecht laufen sollte, bekommen Sie von uns 4.000 und mit ein bisschen Glück auch schon 43.000 €. Bis So. 43 geht nach oben, aber das sind dann keine Zweierschritte, wenn da 43 rauskommt am Ende. Nein, der letzte bekommt mehr. Der erste bekommt mehr. Ah, das ist noch Bonus. Ah, der geil, ist Ja. das krass. Okay. Ich darf mich noch einmal vorstellen. Das können Sie sich auch aufschreiben, bitte. Ich heiße Alexander Marx, wie der Karl Marx. Haben Sie sein Buch hier gelesen? Angefangen, nicht zu Ende. Ah, warum? Schwere Krankheit Kost. gehabt. Schwere Kost, das Schwer. Kapital von Sehr Marx. schwer. Kapital sehr, ist das sehr, sehr, sehr schwer. Das muss man auch nicht einfach nur lesen, das muss man auch verstehen können. Einfach nur lesen, um zu sagen, ich habe es gelesen, ist auch nicht ganz korrekt meines Erachtens. Das muss man auch teils verstehen können und das ist wirklich sehr schwere Literatur. Sehr Ja. schwere Literatur. Das ist richtig. Das kann man nicht so neben Kinder betreuen und Fernseh Ja, gucken. Da muss man sich ja. wirklich Kopfhörer, gute Hingehen. klassische Musik und dann muss man Marx lesen. Ja, also klassisch Musik, dann Bach, ne? Bach ist immer in Ordnung. Bach habe ich gerne. Okay. Ja. Aber wie hat Marx hat ja so schön gesagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das ist ein ganz tolles Zitat von Karl Marx. Finde ich. Moment. Den schreibe ich mir jetzt auf. Okay, nochmal bitte. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur Ja. deine Schuld, wenn sie so bleibt. Sollen sie so bleibt, wie sie ist, ne? Klasse. Ach. Richtig, ganz genau. Wie tiefgründig, gell? Ist so, ist so. Und was auch noch Ja. von Marx ist, der hat auch gesagt, weil der setzt sich ja kritisch mit dem Kapitalismus auseinander und richtet sich ja hauptsächlich an die armen Menschen. Und Marx hat gesagt, wenn es nichts gibt, was du einem Menschen geben kannst, dann schenke ihm ein Lächeln. Schön. Total toller Spruch. Das sage ich auch immer zu Menschen, wenn die unfreundlichen Kunden begegnen oder Kollegen, sage ich immer, guck mal hier, du musst mir keine Blumen geben, du musst mich nicht knutschen oder keine 500 € Gutscheine schenken. Einfach nett sein zu den Menschen. Ja, ne, das ist Ist richtig. so. Heutzutage, das sehen wir wie heutzutage alle, da haben Sie absolut recht. Und das beste Okay. Zitat von Marx ist ja sowieso, für den Kapitalismus ist der Profit alles, sind die Menschen, die ihn schaffen, ein Dreck. Weil das fasst das einfach zusammen. Ja. Also sehr tiefgründig, wirklich sehr Kann ich tiefgründig. wirklich nur empfehlen, wenn Sie die Zeit mal haben, wenn Sie die ganzen Menschen auf der Welt glücklich, wie viele Leute gewinnen da? 20. 20, wenn Sie die alle glücklich gemacht haben, Zeit finden, unbedingt mal Marx lesen. Und George Ich werde Orwell mich ist auch sehr gut.
Ja, den habe ich nicht, aber Marx habe ich angefangen, Kapital kam nicht weit, aber den Spruch, den habe ich mal aufgeschrieben, der ist klasse. Der ist Danke, recht richtig herzlich. super. Ja, okay, ich muss jetzt weitermachen, Ja, aber hier kein bin ich Problem. die App. Wir sind ja auch ziemlich abgekommen jetzt gerade. Ja, aber es war mein Vergnügen, es war total nett. Wie gesagt, Danke. ich heiße Alexander Marx. Sie bekommen jetzt auch meine Kontaktdaten zu Ihnen nach Hause. Super. Unsere Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, auch meine Durchwahl. Dann können Sie mich jederzeit anrufen, wenn Sie möchten. Wo wir es gerade Und von Durchwahl haben, wo sitzen Sie denn? Sie haben so komische Vorwahl. also wir rufen ja auch über Internet an. Unser Sitz ist in Hannover. Und aber wir rufen ja auch über Internet an und so ist auch verschlüsselt. Unsere Telefonnummern sind ein bisschen geschützt aus dem einfachen Grund. Ja? Hallo? Jetzt kann ich Sie nicht mehr hören. Herr Marx? Nein, der Anruf ist abgebrochen worden. Bitte ruf wieder an. Die Leitung war weg, Oh, ich habe entschuldigen mich Sie schon bitte. voll erschrocken. Nein, nein. Also wie gesagt, Aber unsere wo wir es Leitung gerade ist. von der Nummer hatten, zurückrufen kann man sie auch nicht, ha? Nein, ich war gerade bei das zu erklären. Ach so. Unsere Nummern sind geschützt, weil wir auch ihre privaten Daten haben. Nicht, dass Ah. sich jemand dort einlinkt und das Ganze mitbekommt, weil wir haben ihre Adresse, wir haben ihre E-Mail, wir haben ihr Geburtsdaten. Ja, Das gut. ist geschützt. Und wie gesagt, Sie bekommen meine privaten, sorry, unsere Kontaktdaten nach Hause. Und bei mir fehlt noch ein Detail bei Ihnen, Herr Benjamin. Und zwar, Sie bekommen die Gutscheine nach Hause, das ist klar, nach Berlin, aber die Bargeld gewinnen. Und Sie werden noch Geld gewinnen, Minimum 4.000 Euro, Maximum 43.000 Euro. Wo soll das Geld hin, bitte, Herr Benjamin? Wo möchten Am Sie besten wäre PayPal, weil wir bin sehr viel in Welt unterwegs, da ist PayPal am einfachsten. PayPal können wir auch eintragen über Ihre E-Mail-Seite, aber wir würden auch gerne diese DE-Nummer haben für den Fall der Fälle. Das verlangt unsere Buchhaltung. Das ist die allgemein öffentliche Überweisungsnummer für Deutschland, die wir hier haben. Damit das benutzen wir alle ausnahmslos bei uns. Diese Ja. DE-Nummer, das ist die allgemein öffentliche. Könnte ich die auch nochmal haben, sicherheitshalber. Ganz ehrlich, ich habe Aber ich. keine Ahnung, wie das Ding ist. Ich muss gucken. Ja, machen Sie langsam. Legen Sie mich beiseite, machen Sie langsam. Ich hab von meinem, von wer ich mache bei, ich mache so Hörbücher. Ich habe gutes Headset. Ich nehme sie einmal kurz mit. Ja, bitte. Einmal gucken. Jetzt ist meine Frau gerade telefonieren. Kleine, muss sie fragen, wo das ist. Muss einen kleinen Moment warten. Die haben gerade die Wohnung aufgeräumt. Aufgeräumt, in Anführungszeichen. Umgeräumt passt besser. Ich finde nichts mehr wieder, das ist richtig schrecklich. Horror, Horror. Oh, also jetzt noch mal zu mitschreiben. Also Sie haben, da kommt dieses Gutschein und das ist wie Kreditkarte, haben Sie gesagt? Ja, richtig. Und so die Gutscheine, den ersten Gutschein, den bekommen Sie in 7 bis 10 Tagen. Den zweiten Gutschein, den bekommen Sie in 10 bis 12 Wochen. Und die Bargeldgewinne werden Sie innerhalb von 24 Stunden auf Ihr Konto überweisen. Bargelder dürfen wir nicht zurückhalten. Das muss sofort raus bei uns. Das ist verboten. Ah, okay, und wann ist diese Bargeldgeschichte? Wann passiert das? Auch in Ja, 12 Wochen oder genau. jetzt dann? In August, am 25. August um 18:30 Uhr. Auch das können Sie aufschreiben, bitte. 18:30 Uhr, ist das bei Fernsehen irgendwo oder wie ist das? Nein, nein, nein. Ich schicke Ihnen auch noch einen Internetlink, Herr Benjamin, Ja? mit einem Passwort. Da haben Sie die Möglichkeit, sich bei uns kurz vor der Finalziehung bei uns einzuloggen. Und dann können Sie das Ganze, egal wo Sie sind auf der ganzen Welt, auch in Israel meinetwegen, Ja. können sich bei uns einloggen und das Ganze auch dann live mitverfolgen. Dann wissen Sie auch genau, wie viel Geld Sie am nächsten Morgen auf dem Konto haben. Krass, so Und das wäre Livestream oder was? ja. Richtig, das ist Livestream und das Ganze, wie gesagt, das dann um 18:30 Uhr ist jung und am nächsten Tag so um 10 Uhr, 11 Uhr, spätestens aber so 11:30 Uhr ist das Geld auf Ihrem Konto. Wahnsinn. Wie ist das mit Steuern? Muss man das versteuern irgendwie? Wissen Sie das? Ich liebe kluge Menschen, Sie sind so super, das wieder Ich bin Menschen. Geschäftsmann. Ich frage immer ganz viele Sachen. Wunderbar, wunderbar, köstlich. Okay, auch dafür haben wir eine Lösung natürlich. Sie bekommen das Ganze als eine Prämie ausgeschüttet. Wenn ich jetzt Ihre DE-Nummer eingetragen habe, lese ich noch die AGBs vor. Dazu bin ich verpflichtet, das muss ich. Und dann werden Sie auch da raushören, dass wir das Ganze Ihnen nicht das Geld einfach so schenken werden. Sie werden das Ganze als eine Prämie bekommen.
Und dann haben wir auch keine Probleme damit. Aber setzt eine Prämie nicht, wenn wir jetzt mal ins Steuerrechtliche gehen. Eine Prämie setzt doch immer ein Angestellten-, Mitglieder- oder Mitarbeitsverhältnis voraus. Richtig, richtig. Ach, köstlich. Super. Sie machen mir die Arbeit so einfach. Ha, ist doch, gibt, ist doch, hey, wenn man so einen Anruf kriegt, was soll man da schlechte Laune haben? Also es ist auch so, laut den AGBs, wir werden auch eine direkte Verbindung zum Veranstalter herstellen. Und da haben wir verschiedene Mittel, da kläre ich noch darüber auf. Haben wir was für Mittel, bitte? Da war gerade Knacken in der Leitung. Ja, also es knackt bei Ihnen viel mehr als bei mir eigentlich. Also bei Ihnen knackt es gewaltig, Herr Ja, Benjamin. hier ist auch Gewitter, vielleicht deswegen. Ja, kann sein. Haben Sie gerade Ihre DE-Nummer gefunden, dass wir die eintragen, damit wir Ach, auch stimmt, weiterkommen? da war ja was. Einen Moment, bitte. Aber wo werden wir ohne unsere Frauen? Der ist schlimm, ne? Es geht nicht mit denen, es geht aber auch nicht ohne die. Wir brauchen die. Ist einfach so. Es ist einfach so. Oh, ich freue mich so. Weißt du, Corona ist so Hardcore-Zeit gewesen mit nicht arbeiten dürfen. Jetzt ein bisschen Kohle ist ganz geil. Ja. Das ist richtig super. So, cool. Soll ich sagen? Ja, bitte. Ich bin ja vom PC auf Ihrer Seite. Ich habe keine Seite. Nein, ich bin auf Ihrer Seite. Auf meinem PC. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Internetseite. Nein, Hätte ja sein nein. können. Also DE. Ja, DE nein. 735 Ja. 735 001 001 05 05 171 171 647 647 692 692 873 87 und die 3. Einen Moment bitte, das Oh, prüfe ich ich ganz kurz. freue mich so Das sehr. ist die ING-DiBa, richtig. Unsere Daten stimmen überein. Die Das DiBa. stimmt, sagen wir. Jawohl. So, jetzt komme ich zu den AGBs. Die muss ich Ihnen vorlesen. Das dauert nur ein paar Sekunden. Sie hören bitte zu. Ja, ich höre. Ich stehe. Muss ich irgendwas Wie Sie mitschreiben? Brauche ich Papier? Nein, 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 Okay. nein, 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 nein. Nur was ich sagen. Wie Sie unter den AGBs auch gelesen haben, muss jeder Finalist, der 500 € Einkaufsgutschein schon gewonnen hat, auch bei der Finanzierung mit dabei ist, wo es um die großen Bargeldgewinne geht, eine direkte Verbindung zum Veranstalter braucht, damit sie auch ihre Gewinne reibungslos erhalten können. Ja. Das ist die Geschichte mit dem Steuern, ne, und so weiter. Genau, Okay. genau. Die Veranstalter dieser Verlosung sind dies, ja, die deutschen Verlagshäuser bundesweit. Um dies auch gewährleisten zu können, ist bei dieser Aktion für jeden Gewinner und für jeden Finalisten ein Sponsorenzeitschrift mit dabei, dient dann einfach ein Kostenträger. Ist auch eine speziell befristete Aktion nur für unsere Finalisten von 13 Monaten, davon einmal gratis. Die zahlen es natürlich nicht wöchentlich oder monatlich, sondern nur zweimal im Jahr. Und das Ganze auch nicht heute oder morgen. Sie bekommen erstmal Ihre Unterlagen nach Hause. Das Ganze haben Sie auch schwarz auf weiß. Und dann bekommen Sie auch Ihren Hotelgutschein im Wert von 599 € und bekommen dann auch die Sponsorenzeitschrift frei Haus geliefert. Das bedeutet, Sie müssen keinerlei Versandkosten tragen und dürfen dann auch das Ganze nach Ihrem freien Geschmack aussuchen. Und hier ist noch ein Feld für uns, Herr Benjamin. Möchten wir als Gewinner veröffentlicht werden oder eher anonym bleiben wollen? Kann man da auch das Künstlername nehmen? Meinen Sie jetzt Alias? Alias, ja. Ja, das muss ich dann aufschreiben. Ja, gerne. Was darf ich eintragen für Sie? Also Izak wie meine Vorname Ja. und dann Stern als Nachname. Das ist mein Künstlername. Ja. Selbstverständlich, dann schreibe mal dahinter, dass der Künstlername ist. Dann ist das in Ordnung. Das Ja, mache ich gerne für aber Sie. Keine ich muss Frage. ganz ehrlich sagen, den Rest vom Text, das war gerade so schnell, ich habe das kaum verstanden. Können wir das nochmal Ja, kann ich. besprechen? Ja, gerne. Und zwar, Sie bekommen das Ganze erstmal schwarz auf weiß, die Ihre Unterlagen nach Hause. Und Ja. dann bekommen Sie auch Ihr Hotelgutschein im Wert von 599 € und bekommen auch dann die Sponsorenzeitschrift frei Haus geliefert. Das bedeutet, Sie müssen keinerlei Versandkosten tragen Ja. und dürfen diese Ihren freien Geschmack aussuchen. Und der Das ist jetzt 500 € Einkaufsgutschein noch, ne? Der kommt auch. ja, richtig. Selbstverständlich. Klasse. Das Ganze bekommt, das Ganze bekommt auch noch schriftlich von uns in den nächsten Tagen. Und wie gesagt, jetzt geht es darum, die direkte Verbindung zum Veranstalter zu bekommen. Und das machen wir durch verschiedene Sponsoren. Ich habe hier diverse Kategorien und wir können uns hier einen Sponsor aussuchen, der das Ganze auch dann übernimmt. Und damit haben wir auch dann den Beweis, dass wir in direkter Kontakt zum Veranstalter sind und Beweis? wir auch Wofür unsere brauchen wir da Prämien, einen Beweis? Fragt dass da wir auch die jemand? Prämien
Nein, nein, nein. Ja, es geht um die Prämie, dass sie auch die Prämie reibungslos erhalten Ach, können. das ist diese steuerfreigeschichte. Ihr seid kluge Leute, das muss man euch lassen. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Also wenn Sie was gewinnen, dann sollen Sie es bekommen. Okay, ich habe hier einmal für Sie die Kategorie TV, Wissenschaft, Autosport, Kriege ich jetzt Fernsehen noch oder einen Nach. Fernseher oder was? Nein, nein, das ist eine Zeitschrift, das ist der Mittel zum Zweck, Herr Benjamin, das ist nur Ja? Mittel zum Zweck. Den bezahlen Sie nicht jede Woche oder jeden Monat, nee, um Gottes Willen. Das ist nur etwas Symbolisches, etwas zum Vorzeigen. Das ist der Beweis, weil die Veranstalter dieses Jahr, das sind ja auch die Damen und Herren von den deutschen Verlagshäusern bundesweit. Ja? Und durch diese Schrift beweisen wir, dass wir in direkter Kontakt zu denen stehen und wir auch ohne weiteres unsere Prämie bekommen können. Also wir tun Das so, ist als nur. ob ich ein Abo bei denen hätte oder was? Nein, Sie bekommen die Zeitschrift, aber unterhalb vom Herstellpreis nur symbolisch nur ein Betrag. Das ist auch rechtens, ja. Und wie gesagt, ich habe hier verschiedene Kategorien für Sie. Ich darf nochmal wiederholen. Ja. Also Kategorie TV, Wissenschaft, Autosport, Finanzen oder Nachrichten. Und hier geht es nicht unbedingt um Lesespaß, es ist nur Mittel zum Zweck. Ja? Das muss ich nochmal betonen. Und wohin würden Sie hin tendieren, bitte? Was ist interessant für Sie, Herr Benjamin? Also Lesen macht mir generell sehr viel Spaß. Von daher würde ich schon was nehmen, was mir dann auch wirklich, wo ich dann, während ich da im Hotel im Pool sitze und mir die Eier schaukel, wo ich dann auch Freude dran habe. Was habt ihr denn Sehr bei, was haben Sie denn bei Nachrichten? schön. Nachrichten habe ich einmal die Cicero für Sie, Die was? Stern. Cicero. Was ist Das ist das? so nach. Das ist neu eigentlich, Cicero. Ich hätte den Stern für Sie, ich hätte den Spiegel für Sie, Fokus hätte ich für Sie. Gibt auch Focus Money? Nee, nur Fokus, den einfachen Fokus. Ah, oh, schade. Aber was ist dieses Cicero? Das kenne ich nicht. Spiegel kennt ja Das ist auch. jeder. Spiegel kennt jeder, Stern kennt ja auch jeder, Focus auch. Cicero ist neu, aber das ist auch so ein ja, etwas leichte Literatur in Sachen Nachrichten von ganz gleich eigentlich, ne? Naja, ich brauche schwere Literatur. Weißt du, wenn du magst zum Einschlafen liest, dann muss das schon alles bisschen, dann muss das Pfeffer Ja. haben, der neue Input, sonst schlafe ich ein im Hotelpool. Darf ich heute den normalen Fokus eintragen für Sie? Gibt's irgendwie sowas mit Politik vielleicht noch? Politik habe ich denn hier, die Zeit habe ich, die Zeit, Also Welt am ich habe auch Sonntag. Zeit, Sie können ruhig erzählen. Nee, nee, um Gottes Willen, die Zeitschrift, Ach die heißt die so. Zeit. Entschuldigung. Oder Welt, ja, nee, oder Welt am Sonntag. Nee, am Sonntag will ich schlafen. Da habe ich keine Lust zu Ja. lesen. Was machen wir nun? Ah, Doch, doch, den Fokus. gibt's was mit Geschichte oder so? Ich hätte für sich das Bild der Wissenschaft vielleicht. Sie Ah, sind ja auch nein, ein. Bild ist asozial. Entschuldigung. Nee, 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 nee. Kein Bild, keine Zeitung. Bild der Wissenschaft. Das ist eine Zeitschrift. Es geht nur um Wissenschaft. Bild der Wissenschaft Ach heißt die. so, ich dachte, Und die Bild, kennt das. damit das Bild bekommt bei mir nicht mal in die Ablage für Toilettenpapier. Bei mir auch nicht. Das Ganz ist gut ehrlich, so, darum. das ist gut so. Das ist Bild der Wissenschaft, das ist eine Zeitschrift über Wissenschaften, die neuesten Technologien, Gentechnik und auch das Ganze alles drum. Das ist sehr interessant, das kenne Okay, ich. vielleicht hilft Das mir das könnte ich. ja, einen neuen Corona-Impfstoff herzustellen. Warum nicht? Warum Ja, nicht? gut. Darf ich dann den für Sie eintragen, Finde Bild ich der gut, Wissenschaft? finde ich gut. Okay, dann trage ich das für Sie ein, Bild der Wissenschaft. Ich bin auch schon mit Ihnen fertig, Herr Benjamin. Sie werden gleich einen Kontrollanruf bekommen aus München. Das sind unsere strengen Damen, die Die Quality-Abteilung, Herr strengen Benjamin. Damen, das hört sich jetzt aber böse nach FSK 18 an. Nee, also unseren Damen geht es nur um Datenschutz und Datenabstimmung. Okay. Man wird sich davon überzeugen wollen, Herr Benjamin, ob Sie erstmal volljährig sind, weil es geht hier um wahnsinnig viel Geld. Ja, Sie brauchen müssen Sie 18 sein. Ausweiskopie Man oder wird sich von nach den letzten zwei Zeilen Ihrer DE-Nummer informieren, die Ja? 7 und die 3 für Sie, damit das Geld auch nicht irgendwo anders landet, sondern bei Ihnen ankommt. Muss ich Ja, da das ist Passport wichtig. raussuchen für Alterskontrolle? Nein, nein, nein. Also Okay. das müssen, weil das Gespräch mit denen dann wird auch aufgezeichnet. Das muss sogar wirklich wahrheitsgemäß sein. Und wie gesagt, die letzten zwei Zahlen Ihrer DE-Nummer, die 7 und die 3 für Sie. Und Ihr
Sponsorzeitschrift Computerbild mit, sorry, Bild der Wissenschaft für Sie. Ach, Computer wäre auch nicht schlecht. Ist das so mit Technik oder mit Spielen? Computerbild mit DVD habe ich hier noch für Sie, wenn Sie den haben möchten, aber ja, ist das mehr so Computertechnik, wenn man sich jetzt so goldene C64 bauen will, oder ist das so World of Warcraft Mist mit Computerspielen? Es ist nicht für Sie. Sie sind so, wie soll ich sagen, so intellektuell dafür, Herr Benjamin. Ey, also wenn ich mal nicht Marx lese oder die Tora studiere, dann jage ich Zombies bei 7 Days to Die. Klasse. Man muss ja auch mal was, mal Abwechslung für das Gehirn haben, weißt du, es gibt nichts Besseres als ein Baseballschläger mit fetten Nägeln drin und Zombieköpfe einschlagen, wenn man einen schlechten Tag bei der Arbeit hatte. Richtig. Und das, weißt du, dann sitzt du da 3 Wochen, baust eine Basis, ja? Und dann kommt so ein ganz liebes Kollegin, die setzt eine Kiste irgendwo hin und das ganze Gebäude bricht zusammen. Okay. Meine Frau hat gesagt, sie hat mich noch nie so schreien gehört. Nicht als ich Arbeit verloren habe, nicht dass der Schweinestall gebrannt hat, aber als diese Basis zusammengebrochen ist. Ich habe geschrien wie Meerschweinchen. Herr Benjamin, aber ich muss wirklich weitermachen. Entschuldigung. Anekdoten. Sollen wir mal zusammenspielen? Bei Gelegenheit, warum nicht? Weil wir werden noch ein paar Mal telefonieren miteinander. Wie ist Ihr Steam-Name bei Steam? Also ich habe mich da noch nicht eingetragen, das bringen Sie mal bei, hoffentlich. Ja, klar. Aber wie gesagt, ich werde mich noch ein paar Mal bei Ihnen melden vor klasse, der Finanzierung. Klasse, große Klasse. Ich muss jetzt hier wirklich weiterkommen. Also ich ja, ja kein Stress, eingetragen. Kein Stress. Wann rufen die Frauen an? Weil ich muss bald bei Synagog. Nein, in 2 Minuten werden wir weiterkommen. Ah, okay, gut. Ich soll lange warten, ja? Ja, das Ganze 60,76 €, das ist nur symbolisch für 6 Monate. Sie bezahlen nicht jede Woche, nicht jeden Monat, nur 2 Mal im Jahr. 60,76 €. Peanuts. Sie sind ja Peanuts. Und Sie haben schon heute über 5000 Euro. Ja, eben, deswegen. Was interessiert mich 60 Euro? Und deswegen meinte ich auch, das Ganze ist auch nur symbolisch. Wie gesagt, ich werde jetzt auflegen und Sie weiterleiten nach München. Ich möchte Sie bitten, bitte bei den Damen wirklich korrekt zu antworten. Wir sind ein bisschen ernst, wir sind ein bisschen strenger. Ich bedanke mich für das absolut nette Gespräch. Ja, hat mich echt gefreut. Mich ebenfalls. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, das passiert selten. Es war ein Genuss für mich, Sie kennengelernt zu haben. Wir werden auf jeden Fall nochmal telefonieren, Herr Benjamin. Ich werde es weiterleiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Sie sind ein ganz feiner Mensch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüss. Wir hören uns. Viel Spaß beim Marx-Lesen. Das nächste Mal frage ich Sie ab. Genau. Nein, kein Stress. Kein Stress. Okay. Tschüsschen, machen Sie Schönes gut. Wochenende. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ciao. Tschüss.